mitgenommen hat. Problem da. Vier Mechaniker bestimmt. Was meint ihr, eBay Kleinanzeigen? Okay. Heute ist es wieder soweit. Luca hat mir eBay Kleinanzeigen-Fails zukommen lassen. Das heißt, ich lese heute mal wieder vor als Person A und als Person B. Ich bin sehr gespannt, um was es sich heute alles drehen wird. Ich würde sagen, erster Chat, let's go. Hallo, ja, ich habe noch welche da. Zum Beispiel von... Ja, da haben wir schon wieder dieses Problem. So. Von Sidi in Größe 45. Welche Schuhgröße hast du denn? Die Größe ist eigentlich egal. Hauptsache alt, abgerockt und stinkend. Das wäre super. Das ist der Dior B23? Ui, interessant. Stinken die. Hey, ohne Scheiß, das macht man nicht. Wir machen schnell weiter. Samsung Smart TV 65 Zoll 4K. Ich kann dir 70 Euro dafür geben. Sofort habe es als bar. Finde ich eine Unverschämtheit. Das ist gerade mal ein Zehntel des Preises und ich habe keine VB angegeben. Ich habe aber nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade ein Bußgeldverfahren am Arsch wegen Auto und echt kein Geld für ein TV. Ich habe auch nichts zu verschenken. Wenn du kein Geld für einen Fernseher hast, kannst du dir auch keinen kaufen. Was bist du für ein... Ein was? Und damit herzlich willkommen zur heutigen 50 Euro Frage. Die Frage lautet, was bist du für ein? A. Hurensohn. B. Internet-Rambo. C. Barschloch. Oder D. Nichtsgönnender Nichtsgönner. Ah. Barschloch. Oh, shit. Ist keine Beleidigung, weil ein Barsch kann ja auch ein Loch haben, verstehst? Da guckst was? Ich bin schwer beeindruckt. Den bann ich einfach, Digga. Hey, ich wohne leider zu weit weg, um mir den Bikini persönlich... Hä, aber ist das alles echt? Das ist doch gefaked. Wer ist denn so blöd? Ich gehe doch nicht auf eBay und will irgendwie da anfangen zu handeln, weil ich kein Geld habe, Alter. Das gibt's doch nicht. ...persönlich anzuschauen und abzuholen. Hätten Sie eventuell eine Kleiderpuppe oder würden Sie ihn zur Ausnahme selbst einmal über normale Kleidung anziehen, um ihn von allen Seiten zeigen zu können oder ihn einfach mal anzuhalten, bevor ich es am Ende bereue? Das war der längste Satz, den ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Wenigstens grammatikalisch korrekt. Dann könnte ich mit gutem Gewissen kaufen und wäre bereit, Ihnen das Geld und den zukommenden Versand für das Päckchen zu überweisen. LG. Hallo, kein Problem. Moment. Moin, was hältst du von 65 Euro? Liebe Grüße. Hallo, 70 Euro ist in Ordnung. Ja, alles gut, das kriegen wir hin. Sehe ich da etwa einen Joint auf dem zweiten Bild? Ups. Was denn? Oh Mann, Alter. Happy 420 nachträglich. Siemens Gefrierschrank. Für 10 Euro hole ich gerne heute ab. Möchten Sie auch noch etwas essen und trinken? Gerne. Ich mag Knödel und dazu noch ein warmes Getränk. Einen heißen Kakao. Sie sind ein Schatz. Perfekt, Sie wissen, was ich brauche. Uwe! Manfred, Essen kommen! Philips Fernseher. Also, ich komme für 100. Sorry, das ist mir viel zu wenig. Der Guckt euch mal, wie die... Also, ich komme für... Mann. Fernseher ist in einem sehr guten Zustand. Da musst du schon mehr bieten. Okay, okay. Was ist... Tiefpunkt. Als meine Frau mich verlassen hat und die Kinder mitgenommen hat. Was ist dein Tiefpunkt? Die Dia, deine, deine. Oh. Ihr sitzt im Homeoffice oder langweilt euch zu Hause? Ihr fragt euch auch, warum es nicht mehr die Quizshows auf 9 Live gibt. Zugeschlagen! Ich biete euch die Lösung für euer Problem. Ich suche ein Tier mit dem Anfangsbuchstaben S. Meint ihr das ernst? Meldet euch bei mir unter... Ich sag's dir morgen. Treffleitung 10 und mit etwas Glück schlägt der Hotbuzzer zu. Wölp, wölp, krasse Hotbuzzer-Geräusche. Zu gewinnen gibt es eine hässliche Stehlampe, welche hier bis jetzt keiner kaufen wollte. Fotos auf Anfrage. Bisher genannte falsche Antworten. Schlange, Seestern, Stier, Salamander, Chinchilla. Wie dumm kann man sein? Keine Kosten aus dem deutschen Festnetz, wenn ihr eine Flatrate habt, wie jeder normale Mensch, der noch die Kontrolle über sein Leben hat. Ich kann nicht mehr. Für die nächste Anzeige brauche ich ein bisschen Gewichtsstimmung. Verwirrt. Dankeschön. Rosen sind rot. Nach Corona packe ich meine Taschen, treffe meine Freunde und rufe... Hallo, ich will die Playstation. Gib die Playstation sofort. Guten Tag. Soll das etwa ein Überfall sein? Ja. Ah, ey, ich wusste es. Ich wusste es. Was soll das? Hallo, kann ich es für 10 Euro abholen kommen heute? LG, für 10 Euro kann ich Ihnen... Was? Ja, das ist auch okay. You can't see me, my time is now. Hallo, für 1500 Euro holen ich hab... Hallo, zu wenig leider. Okay, danke. Kein Ding, aber denk dran, König Knossi streamt heute Abend. Entschuldige, aber ich weiß nicht, was sie meint. Ich komme aus Italien. König Knossi. Könige Knossi.
kennt es, ne? Man kennt ihn, der Knossisi. Knossisi. Teufel, Surround, System und Bluetooth. Moment. Teufel, also die Marke, Surround, System, Bluetooth Box von JBL. Ist das jetzt von Teufel oder von JBL? Oder ist Teufel eine, ich habe gedacht, Teufel wäre eine Marke. Surround. Surround Systeme Bluetooth Box. Box von JBL. Da könnte ich direkt wieder ausrasten, ne? Hey, wie teuer ist eine 180x200 Matratze? LG. Die Hälfte vom billigsten Preis im Internet. Das wären 300 bis 350 Euro. Im Internet gibt es welche für 250 Euro. Okay, danke trotzdem. Du bist schon sehr dumm, oder? Kann es sein, dass deine Eltern Geschwister sind und du deshalb so hohl bist? Im Internet gibt es auch Autos, da kostet das eine 100.000 Euro und das andere 10.000 Euro. Neu. Was denkst du? Ist da vielleicht ein Unterschied zwischen den Autos? Ah, hier, kein Problem. Inline-Skates und Schoner. Dabei gibt es auch andere Preis. Festpreis, tut mir leid. Hier merkt man sofort, dass ein Russ ist. Dabei. Du machen 5 Euro und ich gebe dir noch meine Katze. Was ist das für ein das Deal? Ist fake. Ich habe noch 2 Hasen anstatt Katze. Wer tauscht Tiere mit Inline-Skates? Das ist fake, das ist nicht echt. Das macht doch keiner. Die Polo ist gut mit Problem, Problematis, Problem. Was? Wenn Auto fahrt, Problem mit Rattern von vorne. Wenn Auto steht, still, kein Problem da. 4 Mechaniker, bestimmt kein Problem. Tief, noch bis Dezember 20. Bitte Nachmittag anrufen, wegen Anschauen, weil in morgens Problematis, wegen Arbeit. Fragen, kein Problem. Viele Grüße, Jürgen. Was? Was? Ist jetzt nichts groß Verwerfliches, ist aber etwas, wo ich sage, hat irgendwie einen faden Beigeschmack. Auf eBay Kleinanzeigen werden unter anderem auch Stühle verkauft. Luca und ich haben den perfekten Stuhl gefunden für Gamer. Ja? Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Ob ich es bereue, dieses Video gedreht zu haben? Ja. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder was ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ey Max, du kennst doch bestimmt die 187 Straßenbande, oder? Ich kenne sie vom Namen, weil immer wenn irgendwie ein Tower von mir 187 Leben hat, dann spammen wir alle 187. Also ich weiß, dass das eine deutschsprachige Band ist.